Aloha, Servus, willkommen zurück. Mein Dragon Age Origins. Ja, wieder hier in meiner Hometown, dem hier Sindeviertel. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns hier weiter hier alles an. Moin. Stellt euch hinten an, ich gebe meinen Platz nicht frei. Kranker Elf, hallo. Was starrt ihr mich so an? What are you looking at? So. Hallo, Sir Otto. Ist da jemand? Oh. Der Erbauer segne euch. Blind. Habt keine Angst. Ich sehe noch genug, um euch auszumachen. Wer seid ihr? Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich bin Sir Otto. Ich bin ein Templer und habe mein Augenlicht im Kampf mit einem mächtigen Malefiker verloren. Er rief Flammen vom Himmel und verbrannte mein Gesicht. Die Wunden sind verheilt, aber ich werde nie mehr sehen können. Genug mit, wie kann ich euch helfen? Das tut mir leid. Wie kann ich euch helfen? Ich habe hier im Gesindeviertel das stete Gefühl, dass etwas Böses am Werk ist. Ich weiß aber nicht genau, worum es sich handelt. Ich war geduldig und die Elfen haben mir schließlich ihre traurigen Geschichten erzählt. Aber echte Beweise für meine Befürchtungen erhielt ich nicht. Ich habe nur meine Ohren und mehr finden die nicht mehr heraus. Ich hatte gehofft, ihr könntet meine Augen sein. Seht euch im Gesindeviertel nach irgendetwas Ungewöhnlichem um. Wonach soll ich Ausschau halten? Ich weiß nicht, aber irgendwie spüre ich, dass es da etwas zu finden gibt. Ihr wirkt durchaus fähig. Hoffentlich findet ihr, wonach ich suche. Möge der Erbauer über euch wachen. Toll, sonst noch was? Was habt ihr gefunden? Ich halte die Augen weiter auf. Interesting. So, Shani, was geht? Was ist passiert? Ein paar Elfen sind rausgerannt, aber ich habe keinen von ihnen erkannt. Wo sind all die anderen? Ich habe diese Notiz gefunden. Zeig mal her. Was soll das denn bedeuten? Die können doch keine Leute verschicken, oder? Wohin verschicken sie denn? Hast du gesehen, ob sie etwas aus dem Hospiz rausgebracht haben? Nein. Die Leute gehen rein, aber sie kommen nicht wieder raus. Wenn sie etwas von hier verschicken, dann haben wir nichts davon gesehen. Sie könnten die Seitengassen nutzen. Da hinten gibt es alle möglichen Gebäude, die sie als eine Art Lager verwenden könnten. So etwas wie eine Sammelstelle. Bei einer Notiz war auch ein Schlüssel. Von den Gassen gehen einige Wohnungen ab. Ich würde zur Rückseite des Hospiz gehen und von dort aus vielleicht der Gasse folgen. Sag mir bitte Bescheid, wenn du noch mehr Hinweise findest. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie einfach fort sind. Yes. Sonst noch was? Was ist passiert? Ein paar Elfen sind rausgerannt, aber ich habe keinen von ihnen erkannt. Außer ihnen. Wo sind all die anderen? Wie kann das sein? Sie haben Dutzende von uns unter Quarantäne gestellt. Wo sonst könnten sie sein? Das ergibt keinen Sinn. Ich sehe mich mal um. Sag mir bitte Bescheid, wenn du noch mehr Hinweise findest. Ja. Ich weigere mich zu akzeptieren. Ja. Wo bin ich hier überhaupt? Ach, jetzt bin ich auf einmal wieder hier. Ach, jetzt ist Shani dort. What? So, was gibt's hier noch? Ach, ich soll nach Spuren suchen. Alter, hier gibt's so viel, ne? Hallo, Hund. Knot. Quest aktualisiert, ach so. Als würde er bald tollwütig werden. Das sollte kein Problem sein. Blutlache. Blutlache ist noch frisch. Außer dem leichten Kupfergeruch des Blutes nimmst du ganz leicht den Gestank von verfaulten Eiern wahr. Das hört sich ja gut an. Ein toter Hund. Moin. Das ist die Leiche eines tollwütigen Hundes. Er wurde offenbar von einem Speer durchbohrt. Niemand hat die Leiche gesäubert und der Hund scheint schon eine geraume Zeit tot zu sein. Geil. Noch ist ja richtig geil. Kein Wunder, dass hier alle krank sind, ey. Gibt hier noch was? Rede ich nochmal mit meinem Boy. Wird erledigt. Moin. Brauchst du irgendwas, Vetter? Ja. Schon gut. Du hast ja alles abbekommen, nachdem ich weg war hier. Das ist halt echt Cancer. Was geht bei dir jetzt? Seid gesegnet. Ja, seid der gesegnet. Geier. Na gut, man kann es den Leuten hier nicht verdenken. Es geht ihnen echt schlecht. Haus hat Augen. Aber Oma ruft. Was soll ein Mädchen tun?
muss ein braves Mädchen sein und muss den bösen Männern aus dem Weg gehen. Oh oh. Du bist keiner von den bösen Männern, oder? Ich will nur, dass Oma glücklich ist. Deine Oma? Ich kenne sie nicht, aber sie beschützt mich. Ich habe ihr Amulett verloren. Oma, mach, dass die Stimmen verschwinden. Was sagen die Stimmen? Alles und nichts. Lol. Sie sind durstig nach Blut. Mehr Blut. Die bösen Männer in dem Haus. Wer sind die bösen Männer? Die Männer vom Haus. Sie kamen in der Nacht des Geschreis. Wir Waisen waren alle drin. Und dann das Blut. Oh, das Blut. Es fließt immer noch. Arme Tiere. Arm wie wir. Redest du von dem Aufstand? So viele sind gestorben. So viele. Das Waisenhaus ist jetzt tot. Was mit den Tieren? Die Hunde hören die bösen Männer auch. Sie verwirren die Hunde. Hier ist Böses am Werk. Sie wütend. Aha. Die armen Welpen bellen gegen den Lärm an. Sie sollen damit aufhören. Kann ich irgendwas tun? Nein, Sir. Wirklich nicht. Geh nicht ins Waisenhaus, sonst holen die bösen Männer dich auch. I'm gonna go into the Waisenhaus. I'm gonna do it. So, das ist der Laden, ne? Gut, dann gucken wir noch mal. Sehen wir uns da. Gut, fangen wir an. So, dann gucken wir mal hier. Dogo, kranker Elf, ja moin. Habt ihr eine Münze übrig? Hallo, Amethyne. Mama ist nicht aus Hayawa zurückgekommen. Warum braucht sie nur so lange? Tragen von Waffen ist verboten. Dann gucken wir nochmal auf die andere Seite hier. Mit dem Sir Otto reden wir gleich. Du Otto, Alter. Yes. Hier, da geht's in die anderen Wohnungen. So. Brudi. Ich hätte was für dich. Was habt ihr gefunden? Blutlachen, die nach verfaulten Eiern stinken. Es gab im Gesindeviertel kürzlich keine Kämpfe. Dieses Blut gerinnt also nicht. Dafür gibt es mit Sicherheit eine Erklärung. Habt ihr sonst noch etwas gefunden? Ja. In einer Seitengasse ist ein böser, tollwütiger Hund. Das muss ich sofort melden. Solche Infektionen können sich ausbreiten, selbst von einer Leiche. Ich vermute, dass jemandem das nicht bewusst war. Einen seltsamen Vorfall nehme ich ja hin. Aber zwei können kein Zufall mehr sein. Bringt mich zum Waisenhaus. Beide Hinweise von euch waren dort in der Nähe. Okay, seid ihr dafür auch stark genug? Ihr und eure Freunde werdet mich schon beschützen. Ich vertraue euch. Na also gut. Weiter. Na schön. Waisenhaus. Was ist das da? Okay. Okay. Was geht wohl hier ab? Ich spüre hier große Intensität. Das ist der richtige Ort. Ich weiß nicht, ob Malefica dafür verantwortlich sind, aber hier ist zweifellos etwas Böses am Werk. Das geht Böse. Voran. Ich folge euch. Ja, geil. Spuk im Waisenhaus. Frostwaffe. Aha. Spooky, scary skeletons. Wie ihr wünscht. Blut. Nee. Das ist für Shale. What?
Da wird einem ja ganz Bangst und Ange hier, ey. Hört ihr mich, Sir Willem, Sir Willem? Ich falle, Sir Willem, Sir Willem. Heute. Ich bin ein Mädchen, Sir Willem, Sir Willem. Was? Das sollte kein Problem sein. Sir Willem, Sir Willem. Voller Schmerz. Spooky. Doggos, oh no. Kann nicht geknackt werden. Verstanden. Die kommen gleich raus. Ja, die kommen gleich raus. Ey, lass meinen Kollegen in Ruhe. So, was ist hier? Was ist hier? Sebastian! Immer feste Buchse, ey. Verstanden. Willst du mich flachsen? Der Typ ist gestorben? Kann man das irgendwie... Nice, dass das gehen kann. Warte eure Befehle. Ja, cool. Das fand ich mega nice. Also die Quest geht auch ohne den weiter. Alter, krank. Crank. In die Schatten. Aber das will ich ja nicht. Also, eigentlich hätte ich mit den Konsequenzen leben müssen. Aber ich dachte mir so, nee, lieber doch nicht. Was ist hier gefolterte Frau? Was ist denn hier passiert, ey? Yeah, boy. Hi. Was ist denn mit dir? Ich werde niemals sterben. Okay. Okay. Was ist denn hier alles passiert, ey? Verstanden! 1, 2, Marik eilt vorbei. 3, 4, im Krieg ist das Reich hier. Okay. 8, 9, wollen wir? Den Tod darfst du nie scheuen. Lol. Get geballt, Alter. Get fireballed. Heil dich mal. Steinfaust hier. Nein! Ich liebe das! Jawohl. I'm sorry, I failed you. Achso, das war zu early wieder. Ich werde es tun. Achso, ja. Ich höre zu. Ein bisschen Frost-Damage können nicht schaden. Verkohlter Leichnam. Verkohlter Leichnam. Schuppenrüstung, Drachenknochen. Aber das braucht zu viel Stärke, ne? Ah, okay. Yo, und weiter geht's. Und weiter geht's. Hier ist das Zentrum von allem. Geht, Sterblicher, denn hier gehört ihr nicht her. Gesegnet sein der Erbauer und seine Prophetin Andraste. Herrlicher Erbauer ist nichts im Vergleich zu meiner Herrlichkeit. Deep Fried Memes. Ich befehle euch, zeigt euch Dämon. Versteckt euch nicht länger im Schatten! Ihr wagt es, mir Befehle zu erteilen?
mal sehen, ob euch euer großartiger Bauer jetzt noch beschützen kann. Wurm! Ein Feuerdämon, das gefällt mir. Er vergleicht sich, aber er sagt einfach, er hat mehr drauf als der Bauer. What? You even read the Bible, Alter? Widere Schatten, Alter, die fresse ich zum Frühstück. Die fräse ich zum Frühstück, ey. Die habe ich ja schon seit Urzeiten nicht mehr gegessen. Weg, Alter. Wir haben gesiegt. Einst hielt ich mich selbst für einen großen Krieger. Aber was ihr hier geleistet habt, hätte ich niemals vermocht. Aber irgendetwas stimmt immer noch nicht. Dahinter steckt noch mehr. In der Nähe. In dem Gebäude neben uns. Ich spüre es. Auf der anderen Seite dieser Mauer. Gehen wir. Was ist auf einmal los mit dir? Seltsam. Irgendwie verhält er sich seltsam. Bänderrüstung, nee, danke. Ist ja witzig, wie du nur eine Waffe gezogen hast. Wie kommt das denn? Egal. Schwacher Wärmebalsam, das kann man doch akzeptieren. Da hinten, das sieht übel aus. Alter, hier sieht's übel aus. Ach ja, Horror Intensifies. Wer stöhnt da, ey? Wer dreht da ein Porno? Was soll das? So, bam. Den gibt's noch. Das ist... Lass du den Otto in Ruhe hier, ey. Oh, darf sich wieder selber heilen. Danke. Fangen wir an. Oh nee, ne? Komm mal her. Was ist kalt? Irgendwas ist kalt hier. Was geht denn hier ab, Emma? Kann man hier nicht durch? Ihr wünscht. Wie groß ist das hier, ey? Not bad. Hallo. Das sollte kein Problem sein. Neu hier? Nee, nicht hier. Das ist... Oh, lol. Ordentlich hier. Ah, cool. Hier sind aber immer noch welche. Hallo. Ist ja sick hier, was es hier alles gibt. Okay.
wie ihr wünscht. So, warte. Schon mal richtig geschmeidig hier. Wo geht's da eigentlich hin? Da geht's also nirgendwo hin. Was gibt's hier Feines? Wird erledigt. Eine Elfenwurzel. Guck mal. Verstanden. Und Geld. Ich beraube ein Waisenhaus, ey. Ich bin ein wahrer Schurke. Hier spukt's doch aller. Abscheulichkeiten, die habe ich ja auch seit Jahren nicht mehr erlebt. Naja, die explodieren ja. Was habe ich vergessen? So, geht's dir gut, Kollege? Möge der Erbauer seine Kinder schützen, während wir in die Finsternis vordringen. Boah, das klingt gut. Hier geht's noch tief. Ne, da geht's raus. Ach du Scheiße. Hallo? Glaubt ihr, in Sicherheit zu sein? Obgleich die goldene Stadt gefallen ist, habe ich dein Antlitz und dein Licht geschaut. Ich bin dein... Spart euch euren Sermon für eure Predigten, Aufpriester. Ihr habt meine Brut getötet. Auf Befehl des Erbauers. Zeigt euch. Der Erbauer... Es gibt keinen Erbauer und keine goldene Stadt, aber Dämonen schon. Oh, ja. Deep Fried, holy shit. Ich höre eure Lästerungen nicht. Bei Andraste und allen Göttlichen nach ihr. Ich befehle euch, stellt euch endlich. Halluzinierender Narr. Schon wieder der gleiche. Ist falsch mit. Lol. Ja, ernst? Wir haben es erneut geschafft. Die Finsternis weicht. Ich spüre es. Ich habe schon früher Dämonenwerk gesehen. Malefika sind immer mit im Spiel. Aber der Erbauer muss uns geleitet. Jetzt sterbt ihr! Meine Fresse. That escalated quickly. Du Huren, Alter. Kann man nicht mehr weiß sein, ey. Halt dich mal. Okay. Das ist 24/7 am Burnen, okay. Gut, für den Fall habe ich ja sowas hier. Ja. Jetzt wird geballert. Gönn dir ein. Boah, Alistair teilt auch gut aus hier, ey. Der weiß, wie das geht. Geil. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, wir haben gewonnen. Alistair wieder. Lederstiefel. Boah, sick. Aber nee, meine sind besser. Das weiß ich im Kopf eher. Ja, gut. Der war hartnäckig. Der hat wohl echt keinen Bock gehabt abzuhauen. Literally too angry to die, huh? Das sollte kein Problem sein. Das geht hier in der Truhe.
Boah, der ist nice, aber nicht so nice wie unser. Ein abgetragenes Silberamulett voller Flecken im Dreck förmlich eingebacken, okay. Stimmen im Kopf. Du hast das Amulett gefunden, von dem das Bettlermädchen im Gesindegeviertel gesprochen hat. Bring es ihr zurück. Oh, ja. Interessante Story. Hä, wie kommt man beim gleichen Eingang wieder raus? Ich raff das nicht, egal. M'lady. Die bösen Männer. Sie sind still. Sie rufen nicht mehr nach Blut. Bösen Männer waren Dämonen. Obwohl da draußen noch mehr böse Männer sind. Ja, wahrscheinlich. Ist das dein Amulett? Ich hab's im Waisenhaus gefunden. Es gehört meiner Oma. Du hast es gefunden, Sir. Darf ich es haben? Ja, natürlich. Hier, bitte. Es ist, als verzieht sich der Nebel. Oh, danke, Sir. Ich muss mein Leben leben. Living la vida loca. So, dann heißt es, glaube ich, nur noch, dass ich in die Wohnung nach hinten muss, ne? Dann gucken wir uns das hier mal an, ey. Da bin ich gespannt. Morrigan kann jetzt wieder... Jetzt habe ich mal Bock auf Feuerwaffen. So soll es sein. Was steht da? Achso, Bekanntmachung. Horror sake, can you see? Wie Tragen von Waffen ist verboten. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Corona. Verstanden. Kranker Elf, moin. Tschüss. Hier gibt's Kloppe. Guten Tag. Wer ist da? Bleibt weg von mir! Beruhigt euch. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich kann euch nichts erzählen. Bitte geht einfach. Ich will keinen Ärger. Quarantine. Ja, ihr müsst mitbekommen haben, was hier vorgeht. Raus damit. Hier geht gar nichts vor. Alles ist bestens. Ihr könnt mich nicht einschüchtern, um etwas von mir zu erfahren. Nichts, was ihr mir antun könntet, ist schlimmer, als einziger noch übrig zu sein. Warum wurdet ihr verschont? Vielleicht, weil der Erbauer das lustig findet. Sie halten mich für nutzlos. So wie alle. Verrückt, jämmerlich, betrunken. Nicht einmal gut genug, um eine Klinge zu beschmutzen. Alle anderen haben sie mitgenommen. Sogar die alten, kleine Kinder. Sie haben sie einfach aus ihren Betten geholt. Sie haben sie die Gänge entlang geschleift. Beim wow. Erbauer, wie die Kleinen geweint haben. Habt ihr meinen Vater gesehen? Cyrion, einen älteren Mann. Sie haben ihn gestern hier hindurchgebracht. Er sah aus wie ein Toter. Holy shit, wohin haben sie sie gebracht? Sie bringen sie durch das alte Büro des Hausherrn. Wenn sie dort reingehen, kommen sie nie wieder zurück. Was habt ihr noch gesehen? Sie kommen alle paar Tage zurück. Es ist wie eine Parade, eine stumme Parade. Männer, Frauen und Kinder, ihr müsst gehen. Sie werden bald zurück sein. Wenn sie rausfinden, dass ich geredet habe, nehmen sie mich auch mit. Bitte, geht einfach. Das müsst. Sonst noch was? Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Bitte geht. Boah, der Level-Up, der wird bald wieder richtig knallen, habe ich gehört. So, was geht hier? Blutfleck. Getrocknetem Blut sind Stiefelabdrücke zu erkennen. An einem abgebrochenen Kanten dieser Vase kleben getrocknetes Blut und Haarbüschel. Oh Gott. Bäh. Da weiß ich jetzt schon, dass die nichts taugt. Verstanden! Ja, warum nicht? Ja, müsst. Aber da sind Kollegen, Alter. Dem werde ich einen Besuch abstatten. Ah, schade. Ja, natürlich, ich gehe ja nicht mit Morrigan. So, ups. Eine Elfenwache, schäm dich. Schäm dich. Ja.
gefälligst unten. Stay down. Was haben wir hier? Verstanden. Schwere. Nee, ich glaube, da sind unsere Stiefel alle besser, ne? Selbst Alistair, jawohl, die sind alle besser. T. Winter Soldier. Versteht ihr? The Winter Soldier, aka T. Winter. So lustig, ey. King of Komödie. Wo geht's hier entlang? Oh! Kommt, Geschicklichkeit muss auch mal kicken. Was mache ich hier? Oh ja, das sieht gut aus. Folterer. Aktiviert. Das ist so eine Crank. Oh, die da unten sehen aber auch nice aus. Wenn ich noch jemals auf 3 Level-Ups komme, dann auf jeden Fall so. Folterer. Mami, ich bin ein Folterer. Guck mal. So. Hier, weg damit. Ich brauch das nicht mehr. Hier geht's auch wieder ins Gesindeviertel. Ist ja interesting. Was ist los? Schon wieder eine Ladung? Wir wurden... Moment, ihr seid nicht aus Tevinter. Wer zur Hölle seid ihr? Wer zur Hölle seid ihr? Los, erledigt sie! Schnell! Okay. Wir sind hier... Oh, das geht ja mal mega fit. Das geht ja mal sowas von fit. Retardet. Hey, wer betäubt hier wen? Geht's da wohl weiter im Lagerhaus. Aber da will ich noch nicht hin. Ich glaube, ich war da drüben noch nicht ganz fertig. Meisterbalsam. Wo bin ich? Aha, okay. Wie ihr wünscht. Gibt's da nicht einen Keller oder so? Gab's da nicht einen Keller, meine ich? Stuhl. Verstanden. Die Stühle sind aufgestellt, als habe sich gerade jemand zum Abendessen sitzen wollen. Das sollte kein Problem sein. Spielzeugpuppe. Spielzeug war offensichtlich für zahlreiche Kinder. Okay, ja gut. Schwacher Werbebalsam. Kalbsknochen. Oh, der ist für Jörg. Und da ist dieser Sextant. Finally. Den haben wir ja schon seit so langer Zeit gesucht. Gut. Ja, easy. Dann let's go back in the Lagerhause. Mal gucken, ob wir unseren Vater wiederfinden. Kritisch, kritisch. Was hat Tevinter vor allem hier mit Was soll das? Uns wurde gesagt, die Obrigkeit würde sich nicht einmischen. Nicht einmischen bei was? Was geht hier vor? Habt ihr euch hier hereingekämpft, nur um Fragen zu stellen? Das werdet ihr bereuen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben eine Genehmigung, hier unsere Geschäfte zu tätigen. Die Menschen reden ständig davon, wie böse und falsch Sklaverei ist. Aber ist es nicht lustig, wie schnell der Geruch von Gold solche Ideale überdeckt? Sklavenhändler, ja moin, ihr seid Sklavenhändler. Ihr seid Sklavenhändler. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie schwierig es ist, an frisches Blut zu kommen? Diese Sklaven werden im Reich hervorragende Preise erzielen. Ja, und wir bezahlen gut dafür. Aber genug davon. Ich bin hier, um eurem Morden ein Ende zu bereiten. Das ist alles. Tja, wir müssen nicht kämpfen. So lawful bin ich nicht. Dann trete beiseite, wenn ihr nicht mein nächstes Opfer werden wollt. Ja, Mann. Ich bin keine Närrin. Ich kann sehen, wozu ihr fähig seid. Also gut. Soll Caladrius sich mit euch abgeben, während ich die Männer des Regenten hole? Ich schlage vor, ihr verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Falle! 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 Ja, nice. Das sollte kein Problem sein. Falle! 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 Gut, fangen wir an. Falle! Falle! Falle!
cool. So, was geht noch so? Private Dokumente. Vielleicht. Mal gucken, ne? Wie auch immer, dann würde ich sagen, wir sehen in der nächsten Folge und gucken nach, was so hier im Lagerhaus alles so abgeht, ne? Bis dahin. Ciao.